Guten Morgen, meine Damen und Herren, Frau Stein, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch heute. Darf ich sehr herzlich begrüßen zu dieser Teaching Learning Tagung. Ich darf vielleicht gleich weitermachen mit dem Bericht und der Erzählung, danke, die Sie bereits begonnen haben, Frau Stein. Und es war dann tatsächlich so, dass wir in einer sehr, sehr kurzen Zeit gemeinsam uns getroffen haben, Telefonkonferenzen durchgeführt haben und auch in Norden Gruppen getroffen haben, mal zwei von drei anwesend waren, dass wir dann buchstäblich 4 Stunden vor der Präsentation in Hannover für dieses Projekt uns das erste Mal tatsächlich in voller Mannschaftsstärke von allen drei Fraktionen getroffen haben und noch die Zeit hatten abzustimmen, okay, Sie machen jetzt die Folien 1 bis 4, nee, 1 bis 3 ist eigentlich besser und Sie machen dann bei 4 weiter oder vielleicht doch bei 5. So ging das bis ungefähr 20 Minuten vor dem Vortrag. Das hat dann aber erstaunlich gut geklappt. Wir haben uns da auf der Bühne sehr gut miteinander verstanden und haben deshalb auch beschlossen, dass wir diesen Vortrag in einer ganz ähnlichen Weise halten werden. Ich darf also den Aufschlag machen. Was ich Ihnen gerne vorstellen würde, ist ein bisschen eine Einführung in das Projekt Teaching Learning von seiner eher konzeptionellen, von seiner eher, wie soll ich sagen, Herangehensweisenseite. Wie denken wir eigentlich heute in diesem Team, in dieser Gruppe, wie denken wir über eine moderne Ingenieurausbildung oder auch angrenzend über die Ausbildung von modernen Naturwissenschaften nach? Damit dann Herr Petermann ergänzen wird, was machen wir im Projekt Teaching Learning, was war die ursprüngliche Zielsetzung, wie weit sind wir inzwischen und Herr Tekaya dann den Reigen beschließen wird und wie geht es weiter ab Ende des Jahres, drittes Quartal, das BMBF-Projekt mit Elli. Darf also starten. Normalerweise beginnt man so einen Vortrag dann meistens mit zu sagen, okay, welche Veränderungen haben wir, Welt hat sich verändert, Globalisierung, welche Resultate, welche Anforderungen resultieren daraus. Das will ich heute mal nicht machen, weil ich glaube, wir werden Schwerpunktvorträge haben von vielen Sprechern, die genau auf diesen Aspekt fokussieren werden. Ich will vielleicht eher etwas dazu sagen, wie schauen wir auf die Studierenden, die heute an unsere Universitäten kommen. Und da ist unser gemeinsamer Ausgangspunkt gewesen, natürlich, wir wissen, dass sich die Studierenden, die haben sich immer verändert, ja, von Jahr zu Jahr. Und natürlich hat in den letzten 10, 20 Jahren der Einfluss der Informationstechnologie eine entscheidende Rolle gespielt, jedes Jahr. Aber wir haben tatsächlich auch in dieser Kaskade oder in dieser Entwicklung einen Sprung jetzt zu verzeichnen in den letzten Jahren. Und der kommt dadurch zustande, dass diese Kids, die heute unsere Universitäten eltern, und zwar immer früher, wir werden es demnächst mit 17-, mit 18-jährigen, 16-jährigen Studieninformationen zu tun haben, dass diese extrem jungen Studenten zu etwas gehören, was man gerne so etwas zusammenfassend als Digital Natives bezeichnet. Was damit gemeint ist, ist, dass diese Kids im Wesentlichen ihre erste SMS geschrieben haben, bevor sie noch mit dem Bleistift vernünftig umgehen konnten. Dass dieses Konzept einer Postkarte für die ins Museum gehört, aber natürlich E-Mail und so vollkommen klar ist. Twitter, Chat, selbstverständlich. Das heißt nicht, dass jedes Einzelne natürlich dieser Kinder all diese Möglichkeiten ganz, ganz früh benutzt hat, aber ein großer Teil, 50, 60, 70% und die anderen, die sie umgebenden, von dieser Entwicklung natürlich mit beeinflusst sind. Das heißt, da kommen junge Leute an die Universitäten, die mit völlig anderen Vorstellungen, mit anderen Welten, mit anderen Lernkonzepten aufgewachsen sind, die umgeben sind in einer ganz selbstverständlichen Weise von diesen neuen Medien. So, und nun kommt man natürlich genau an den Punkt, wir stellen fest, das wird viel gejammert, die Studenten können nicht mehr das, was wir von ihnen erwartet haben. Ich halte gerade eine große Vorlesung für die Maschinenbauer, Informatiker. Es ist wirklich echt schwer, die Leute dazu zu bringen, 90 Minuten einem hochabstrakten Gegenstand, der Objektorientierung in seiner vollen Konzeption zu folgen. Also dieses 90 Minuten Stillsitzen über einen abstrakten Gegenstand reflektieren, das ist nicht so ganz einfach, ja. Wir sind gut im Jammern darüber, was eventuell diese neue Generation von Studenten nicht kann, aber vielleicht weniger gut darin zu sehen, was sie kann und unsere Lernmodelle auf das abzustimmen, was sie kann. Diese Kids können nämlich einiges. Die sind hochgradig nicht linear im Denken. Die können unglaublich schnell Verknüpfungen herstellen. Die sind sehr, sehr stark im bildhaften Denken, im visuellen Denken. Die sind unheimlich kooperationsfreudig und auch über Grenzen und Schwellen hinweg. Die sind da völlig ungehemmt. Die spielen mit irgendwelchen anderen Kids irgendwelche Computerspiele in Sprachen, von denen sie im Wesentlichen keine Ahnung haben. Also diese neue Generation, ja, sie ist anders. Ja, sie hat bestimmte Stärken von Studierenden vor 30 Jahren vielleicht nicht unbedingt so ausgeprägt, aber sie bringt auch völlig neue Fähigkeiten mit. Und möglicherweise sind unsere Schwierigkeiten in der akademischen Ausbildung nicht so sehr, dass unsere alten Lernmodelle schlecht sind. Und es ist auch nicht, dass die Studenten nichts können, sondern es ist einfach, dass unsere alten Lernmodelle und die neuen Studenten sauber aneinander vorbeifliegen.
So, und dieser Ausgangspunkt, das war eigentlich das, was uns auch in diesem Konsortium sehr stark verbunden hat, zu sagen, gehen wir doch mal bitte von dieser Zielgruppe aus und überlegen uns, wie können wir für diese Zielgruppe adäquate Lehre machen. Was vollkommen klar ist, ist natürlich, dass man ganz schnell auf dieses ganzen Bereich Blended Learning, E-Learning, Web 2.0 Bereich kommt. Der war in seiner Anfangsphase unten sehr stark geprägt, eigentlich durch das reine Bereitstellen von Informationen im Netz. Also man muss sagen, hier sind eigentlich keine anderen Lernmodelle adressiert worden. Das hat sich im Wesentlichen um große Content-Schleudern gehandelt. Aber natürlich mit einer höheren Verfügbarkeit, Orts- und Zeitverfügbarkeit. Insofern absolut positive Entwicklung an die eigentlich sich verändernden Lern- und Wissensprozesse ist man damit aber nicht dran gegangen. Da kommt man erst in jüngerer Zeit hin mit einer stärkeren Entwicklung hin von solchen Lernplattformen, von einer reinen Content-Zentrierung zu einer wesentlich stärkeren Community-Zentrierung, zu einer stärkeren Kooperation. Beispiele für sowas. Ein Thema greife ich raus, weil das für die Ingenieurwissenschaften und auch für die Naturwissenschaften so entscheidend ist. Wir haben immer, schon immer übrigens, viel zu wenig Experimentkapazitäten zur Verfügung gehabt. Das hat große Schwierigkeiten im Studium bereitet. Man hat seine 2 Stunden Laborzeit und wenn man in der Zeit mit dem Versuch nicht fertig ist, dann muss man die Ergebnisse faken, weil es keine andere Möglichkeit gibt, um das Experiment zu wiederholen. Und dass man aus Spaß vielleicht ein Experiment nochmal wiederholt oder irgendwie ein bisschen rumbaut, das geht schon überhaupt nicht, wenn man keinen Zugang zu den Laboren hat. Das ändert sich natürlich, indem man Labore in virtuellen Räumen bereitstellt. Und da gibt es 2 zentrale Möglichkeiten, die Remote-Labore, die also irgendwo real existieren, die irgendwo im Keller stehen und die man von außen beobachten kann mit entsprechenden Kameratechnik, die man von außen steuern kann mit Remote-Control-Technik, die dann nachts am Wochenende immer dann zugänglich sind und zusätzlich zugänglich sind, wenn die Labore geschlossen sind. Es gibt dann die virtuellen Labore, komplette Virtualisierungen. Natürlich skalieren die nochmal viel, viel mehr, wenn man sie mandantenfähig macht, weil dann dasselbe Experiment von mehreren Gruppen gleichzeitig verwendet werden kann. Also was Kapazitäten angeht, eine noch viel, viel größere Steigerung. Auch sehr interessant deshalb, weil ich in einem virtuellen Labor natürlich Versuche bereitstellen kann, die ich unter normalen Umständen Studenten nie hätte machen lassen können oder dürfen. Also aus Sicherheitsgründen beispielsweise oder aus finanziellen Gründen, weil die Möglichkeiten gar nicht bereitgestellt werden. Virtuelle und Remote-Experimente stellen ganz große Konzepte da heute für eine wesentlich verbesserte ingenieurwissenschaftliche Ausbildung unter Benutzung von den neuen Medien. Wir haben hier 2 Beispiele mitgebracht. Das kommt von der Uni Bochum und Kollegen Petermann, dass die Plattform PTEX ausgehend von einer klassischen E-Learning-Umgebung mit modularisierten Facheinheiten, dann angebunden Experimente zu den entsprechenden Fachinhalten und dranhängend Feedback-Tools, um eine direkte Interaktion mit dem Studierenden, eine direkte Interpretation der Daten zu ermöglichen. Nur als schneller Screenshot und genauso noch einer, das ist ein Projekt, was ich in Baden-Württemberg begonnen habe. Das konnte ich leider nicht mit nach Aachen bringen, weil das vom Landesministerium Baden-Württemberg gefördert wurde und die haben nicht so recht eingesehen, warum sie jetzt NRW fördern sollen. Zentrale Idee hier waren eigentlich 2. Das eine, ein fließender Übergang von der Lehre in die Forschung, also Labore zu bauen, die von Studenten, aber genauso von Wissenschaftlern verwendet werden. Das zweite war eben das Gebiet der Nanotechnologie in den Vordergrund zu stellen, weil man da das ganz zentrale Problem hat. In der Nanotechnologie aufgrund der kleinen Abmessung der Objekte ist jedes Experiment sofort wahnsinnig teuer. Das bedeutet im Allgemeinen, dass man Studenten überhaupt keinen vernünftigen Zugang dazu geben kann oder jedenfalls nicht größeren Zahlen von Studenten, Einzelnen im Rahmen einer Bachelorarbeit oder so vielleicht. Gleichzeitig wird die Nanotechnologie als eines der zentralen Themen für die nächsten Dekaden gesehen. So, das ist natürlich ein wahnsinniger Gap. Wir können also nicht unterrichten, was wir unterrichten sollen, obwohl wir diese Bedeutung dieses Gebiets schon sehen. Und die haben hier begonnen, sowohl virtuelle Experimente als auch Remote-Experimente für Nanotechnologie zur Verfügung zu stellen mit Freiburg, mit Karlsruhe, mit Universität Stuttgart gemeinsam. Von da aus kommend ist dann die Frage zur Verfügung stellen, in was für eine Art von Räumen tun wir das eigentlich? Bleiben wir in Zukunft auch bei solchen plattformartigen Oberflächen, wie wir sie normalerweise sehen, 2-dimensionale Oberflächen oder zwingt uns auch die Komplexität dieser Anordnung vielleicht zu ganz anderen Darstellungen. Da kommt man ganz schnell natürlich in den Bereich der
der Spielewelten, aus denen man da klauen kann. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit anderen, mit Studenten verteilt, ein Experiment durchführen soll. Wir sitzen nicht nebeneinander. Ich brauche also eine Art von Awareness, wer ist außer mir noch da und wie können wir zusammenarbeiten. Dann ist natürlich genau klar, dass das etwas ist, was durch Spielewelten perfekt adressiert wird. Da schlägt man normalerweise dann gemeinsam ein Monster. Ja? Okay, das ist, aber auf einem abstrakten Level ist das, ob ich gemeinsam als Gruppe, die verteilt ist, ein Monster erschlage oder ob ich gemeinsam als Gruppe die Kennlinie von einer Solarzelle durchmesse. Ich muss das bloß hinreichend abstrakt sehen, dann ist das ziemlich ähnlich. Und deshalb kann ich auch sehr gut von diesen Spielewelten hinsichtlich Interaktivität, Usability lernen. Also da werden große Trends und Tendenzen dahin gehen, solche Lernplattformen stärker als Konzepte oder Teile von virtuellen Welten in drei Dimensionen aufzufassen. Fließend aus den virtuellen Welten hinaus Planspiele, die natürlich einerseits und gerade dann, wenn ich hohe Studentenzahlen habe, sinnvollerweise auch in virtuellen Welten stattfinden, die durchaus aber auch mit großen Hörerzahlen in realen Welten, nämlich da draußen in der Halle, durchgeführt werden können. Das Bild, was Sie da oben sehen, ist ein Planspiel KOE, Kommunikations- und Organisationsentwicklung, 500 Studierende gleichzeitig in Projektarbeit. Ziel ist die Erstellung eines Ökoautos. Mit allem Drum und Dran, Aufbau der Organisation, die man dafür braucht, Bereichszuschnitte, Bereichsveränderungen, Pressestrategien und so weiter und so fort. Ganz eine andere Herangehensweise. Ich habe erzählt von meiner Lehrveranstaltung 1600, 1500 Studierende des Maschinenbaus, die Informatik 1. Die Maschinenbaustudierenden sind, also oder andersrum, die Informatik ist nicht deren Lieblingsfach, so ganz grundsätzlich. Sie sind der Meinung, sie wäre hergekommen, um Maschinenbau zu studieren und nicht Informatik. Wenn sie das gewollt hätten, hätten sie es ja getan. Haben sie aber nicht und dementsprechend haben sie die Informatik so ähnlich lieb wie die Mathematik, nicht sehr. Haben wir überlegt, okay, wie können wir die Lehrveranstaltung verändern, dass der Bezug von der Informatik für ihr tatsächliches Gebiet, für Maschinenbau, deutlich stärker wird. Das Ergebnis nach einer Menge Überlegungen war, dass wir 200 Kisten Lego-Roboter gekauft haben und jetzt in unseren großen APA-Laboren neben jedem Rechner zusätzlich zur Maus und zusätzlich zur Tastatur so einen Lego-Roboter angebunden haben, Dreiachs-Roboter, mit dem jetzt in den Projektlaboren, in den Kleingruppenübungen immer 100 gleichzeitig in 4 verschiedenen Räumen verschiedene Aufgaben mithilfe dieses Lego-Roboters realisiert werden. Das heißt, die gesamte objektorientierte Programmierung Java wird trainiert anhand dieses kleinen Lego-Roboters. Der hat verschiedenste Pick-and-Place-Aufgaben, die Kugeln finden, die Daten nach außen kommunizieren, umsortieren, wegschubsen und so weiter. Also Umstellung auf ganz, ganz andere Lehr- und Lernmaterialien. In den USA ist übrigens das Umstellen auf Lego schon gang und gäbe. Da haben wir schon gute Experimente seit 10 Jahren. In Deutschland hat man sich das immer nicht so recht getraut, weil es halt irgendwie sieht aus wie ein Spielzeug. Tatsächlich ist das weit mehr. Und dieses Spielzeug findet dann auch Eingang in dem letzten Themenkreis, den ich hier schnell mal in dieser Sequenz hochleiten möchte. Ein großes Thema für uns in unseren Projekten ist auch die Frage, wie kriegen wir den Übergang zwischen der Schule und der Universität glatter? In verschiedenster Hinsicht. Zum einen, wie machen wir Kids auf technische Studiengänge aufmerksam, die vielleicht keinen Zugang dazu haben, also ja, diese Art von Recruiting, aber auch, wie können wir das, was die Kids im Studium erwartet, später, wie können wir das früher vermitteln, was werden die Anforderungen sein, wie geht das hier und gleichzeitig auch so ein bisschen das Senken von Hemmschwellen, ja, also auch in einer Universität gibt es im Wesentlichen Menschen und auch Professoren sind solche. So, wir haben dazu ein Konzept entwickelt für die RWTH, die RWTH Education Labs, ein Dachlabel über verschiedene Schülerlabore. 2 davon sind inzwischen realisiert. Unser eigenes zum Thema Robotik, ein zweites zum Thema Informatik, 2 weitere, einmal bei den Bauingenieuren, einmal in der Elektrotechnik, sind im Aufbau. Und mit diesen schnellen Impressionen, die wir von einem unserer letzten Events genommen haben, würde ich gerne diese Sequenz von Bildern, die uns geleitet haben, bei unserem Projekt schließen, um Sie, Herr Petermann, zu bitten, sagen, was haben wir jetzt wirklich gemacht?